Sommerzeit, Ferienzeit. Ganz Deutschland ist unterwegs. Ich hingegen halte es mit dem guten alten Herrn Goethe. Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Wir sind zu Gast in Klecken, einem 2500 Einwohnerdorf im südlichen Hamburger Dunstkreis. Ich verfolge und dokumentiere den Wandel dieser kleinen Station seit über 25 Jahren und zeige in diesem Video einige meiner Fotos und Filme, die dort in dieser Zeit entstanden sind. Verschaffen wir uns erst einmal einen Überblick. Die auch als Rollbahn bekannte Magistrale Hamburg-Bremen wurde 1874 eröffnet, wobei Klecken zunächst leer ausging. Erst 1889 entstand hier ein Haltepunkt, der Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem Bahnhof mit 5 Hauptgleisen erweitert wurde. Ein schematischer Gleisplan zeigt die Entwicklung der Eisenbahninfrastruktur in Klecken. Zur Zeit seiner größten Ausdehnung verfügte der Bahnhof über 2 durchgehende Haupt-, 3 Überholungs- und ein Ladegleis, 2 mechanische Stellwerke und 2 Außenbahnsteige beidseits des Bahnübergangs. Das Empfangsgebäude mit Fahrkartenausgabe und der Güterschuppen vervollständigten das Bild eines Dorfbahnhofs im Wirtschaftswunderland. 1962 erhielt Klecken ein Drucktastenstellwerk. Einige Weichenverbindungen wurden geändert, Gleis 4 zum Nebengleis degradiert und die Form durch Lichtsignale ersetzt. Seit September 1968 fahren die Züge zwischen Hamburg und Bremen elektrisch. 1977 wich der Bahnübergang je einer Straßen- und Fußgängerbrücke. Gleis 3 verkümmerte zum nur noch einseitig angeschlossenen Nebengleis und der nach Einstellung des Stückgutverkehrs überflüssig gewonnene Güterschuppen stand lange Jahre leer, bevor er zu einer Kneipe umfunktioniert wurde. In dem hier gezeigten Zustand präsentierten sich die Anlagen vor der 2004 erfolgten Streckensanierung, in deren Rahmen der Bahnhof Klecken während einer 8-monatigen Totalsperrung völlig umgekrempelt wurde. Übrig blieben lediglich die beiden Streckengleise. Zwischen Harburg und Buchholz existiert seitdem keine Weiche mehr. An die verkürzten Bahnsteige passen nur noch 6 Wagenzüge. Vor dem Umbau waren es je nach Fahrtrichtung 8 oder 10. Bewusst lernte ich den Bahnhof 1992 kennen. Aus diesem Jahr stammen meine ersten Fotos von dort. Seit dem Sommer zuvor pendelten die Nahverkehrszüge zwischen Harburg und Tostedt montags bis freitags im Stundentakt, in den Hauptverkehrszeiten bis Hamburg Hauptbahnhof verlängert und um einige Verdichterleistungen ergänzt. Das war ein Quantensprung. Nachdem seit Menschengedenken maximal 17 Zugpaare in Klecken gehalten hatten, waren es nun 27. Zum Einsatz gelangte die Baureihe 141 mit 6 Wagenwendezügen aus weitgehend modernisierten Silberlingen. Zudem war Sonn- und Feiertags die auf der Heidebahn eingesetzte Baureihe 628 zweistündlich bis Harburg durchgebunden. Eilzüge Hamburg-Bremen und Intercities zwischen Norddeutschland und dem Rheinland passierten Klecken ohne Halt mit bis zu 160 km/h. Güterzüge kamen vergleichsweise selten vorbei, da sie überwiegend die Strecke Maschen-Buchholz nutzten. Lokaler Güterverkehr fand nicht mehr statt. Die Nebengleise dienten der gelegentlichen Abstellung zu verschrottender Wagen. Der Fahrdienstleiter im Empfangsgebäude bediente Weichen und Signale im Bahnhof und überwachte 6 Selbstblocksignale für täglich rund 150 Züge. Nebenbei managte er die Fahrkartenausgabe, was spätestens Ende der 90er Seltenheitswert bekam. Bei Reisewünschen zu ferneren Zielen mussten ganz klassisch der Entfernungszeiger zur Preisermittlung genutzt und der Fahrkartenvordruck handschriftlich ausgefüllt werden. Nahverkehrsfahrausweise kamen vom Abreisblock. Und auf dem FKA-Stempel überlebte die Bundesbahn sich selbst um mehr als 3 Jahre. Möglich, dass es offizielle Öffnungszeiten gab. Freunde des Hauses wurden allerdings rund um die Uhr bedient. Mit dieser Kundennähe war es nach Einführung des neuen Preissystems im Dezember 2002 vorbei. Statt des Schalterfensters empfing die Reisenden in der guten Stube fortan eine Sperrholzplatte. Um die Jahrtausendwende verschlechterte sich der Zustand der seit der Elektrifizierung 3 Dekaden zuvor nicht mehr grundüberholten Strecke merklich, sodass die Geschwindigkeit von 160 auf 120 km/h herabgesetzt wurde. 2004 machte sich die Deutsche Bahn die parallele Maschener Güterbahn zunutze und sperrte den Abschnitt Harburg-Buchholz von April bis Dezember komplett.
Die frisch mit den RE-Leistungen betraute Metronome Eisenbahngesellschaft und der Fernverkehr nahmen den 10 Kilometer langen Umweg über Maschen. Für Klecken blieb 8 Monate lang nur Schienenersatzverkehr. Signale und Oberleitungen verschwanden ebenso wie das Gleis Buchholz-Harburg binnen weniger Tage. Verschiedene Eisenbahnverkehrsunternehmen wickelten die Baulogistik über das Nachbargleis ab. Dabei war das Stellwerk weiterhin zur Bedienung der verbliebenen Weichen im Baugleis besetzt. Nach Fertigstellung des Gleises Buchholz-Harburg wurde der Fahrdienstleiter abgezogen und das vormalige Empfangsgebäude verbarrikadiert. Ideen zur Nachnutzung der verwinkelten Bude waren vorhanden, wurden jedoch nicht realisiert. Der Dezember 2004 brachte neben der Wiedereröffnung der generalsanierten Strecke die Aufnahme Kleckens in den Hamburger Verkehrsverbund. Der Haltepunkt liegt am äußeren Rand der Tarifzone B im HVV-Großbereich. Seitdem wurden die Park-and-Ride-Kapazitäten aufgrund der deutlich gestiegenen Fahrgastzahlen bereits 2-mal erweitert. Ebenfalls Ende 2004 wechselte die Bespannung der Regionalbahnen von der Baureihe 141 auf die 143. Das war jedoch bloß ein Zwischenspiel, denn im Dezember 2007 übernahm Metronom auch die RB-Linie Hamburg-Tostedt. Zum Einsatz gelangte fortan die Baureihe 146 mit 4 Bombardier-Doppelstockwagen. Die Bedienhäufigkeit des Haltepunktes im Speckgürtel der zweitgrößten Stadt Deutschlands verbesserte sich dadurch nicht. Im Gegenteil. Nach den Hochzeiten Mitte der 90er Jahre mit bis zu 27,5 Zugpaaren und einem fast sauberen HVZ-Halbstundentakt hielten in Klecken nur noch 22 Metronomis Richtung Hamburg und 24 gen Buchholz. Gleichzeitig endeten die Heidebahn-Durchläufe nach Harburg, womit Klecken sonntags lediglich 2-stündlich bedient wurde. Mit dem neuen Hanse-Netz-Verkehrsvertrag entstand Ende 2010 die durchgehende RB-Linie 41 Hamburg-Bremen, bedient von 5 Wagenmetronömern. Seitdem halten in Klecken werktags außer samstags 25 Zugpaare und somit noch immer weniger als vor 20 Jahren. Im August 2011 wurde die Buslinie Harburg-Nennendorf bis Klecken verlängert, womit der Bahnhof endlich eine straßenseitige ÖPNV-Anbindung erhielt. Das Empfangsgebäude wurde nach über 12 Jahren Leerstand im Herbst 2016 dem Erdboden gleichgemacht. Weggekloppt wurden auch die Bahnsteiguhren. An ihre Stelle traten dynamische Schriftanzeiger, die ich trotz meiner Adleraugen aus 50 Metern Entfernung nicht entziffern kann. Entlang der ehemaligen Ladestraße schoss eine Lärmschutzwand aus dem Boden. Angebotsausweitungen gab es Ende 2018 zu bejubeln. Seitdem besteht der Metros Nomos stets aus 6 Wagen und Klecken ist am Wochenende rund um die Uhr Verlass oder erreichbar. Das bringt dem Durchschnittspendler zwar nichts, aber immerhin ist dem Partyvolk gedient. Zum selben Zeitpunkt feierte die 2007 gekappte Heidebahn-Durchbindung ihre Wiedergeburt. An Sams und Sonntagen dieseln Eriks-Triebzüge über Buchholz hinaus bis Harburg. In Klecken halten sie allerdings nicht. Der Effekt wäre auch gering, da sie zeitnah zur EBR49 liegen und südwärts ohnehin über Maschen fahren. Noch ein paar Worte zum Güterschuppen, dessen ursprüngliches Erscheinungsbild man auf diesen Fotos, nicht unbedingt erkennen, aber doch zumindest erahnen kann. Die frühere Ladefläche unter dem weit heruntergezogenen Dach wurde ummauert. Hier befinden sich heute die Küche und die Toiletten des Paparazzi. Die 3 Gründer führten diese Lokalität 10 Jahre nebenberuflich als Antikkneipe. Nach dem Verkauf versuchten sich diverse Betreiber mit verschiedenen gastronomischen Konzepten, etwa einem Edelitaliener oder einer aufgepeppten Dönerbude. Lange hielt sich keiner von ihnen. Während ich diese Worte ausspreche, ist das Paparazzi mal wieder bis auf Weiteres geschlossen. Und damit bin ich fast am Ende meines Bahnhofs- oder besser Haltepunktporträts angelangt. Ich gestehe, dass ich das örtliche Geschehen in den letzten Jahren nur noch sporadisch verfolgt habe, weshalb es beispielsweise über einen Monat dauerte, bis ich vom Abriss des Empfangsgebäudes erfuhr. Es gab Zeiten, in denen ich in Klecken beinahe täglich in den Stadtexpress gestiegen bin. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, wann ich dort zuletzt einen Metronom geentert habe. Ich wurde zum Autofahrer. Nicht aus Überzeugung, sondern aus praktischen Erwägungen. Das mag mir Minuspunkte bei Greta und Co. einbringen, aber die Entwicklung des SPNV im Süderelbe-Raum ist, mit Ausnahme der S-Bahn nach Stade, ein Paradebeispiel dafür, wie die Verkehrswende nicht funktioniert.
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert sind die Missstände in Form viel zu geringer Infrastruktur und Fahrzeugkapazitäten bekannt. Aber es passiert nichts. Und dann kommen Politiker wie der Herr links und die Dame rechts, lächeln freundlich von ihrem Wahlplakat herab, reden von der Stärkung des Nahverkehrs und beklatschen den von eisenbahnfernen St. Florianshöhen beschlossenen Schmalspurausbau des Schienennetzes in Nordniedersachsen, der Erweiterungen auf Jahrzehnte hinaus blockiert. Noch Fragen, Hauser? Jo, Kienzle, wie steht's eigentlich um die Pünktlichkeit des Metrosch? Da hüllt man sich wohl lieber in Schweigen. Bei 10 Minuten Verspätung sage ich ja gar nichts, aber die Menge der Zugausfälle hat unerträgliche Ausmaße angenommen. Jetzt aber Schluss mit dem Gemecker und Schluss mit diesem Film. Denn das war er, unser Sommerausflug zum Haltepunkt Klecken. Beim nächsten Mal geht's wieder etwas weiter weg, nämlich in die Oberlausitz, zur frisch ausgebauten Strecke von Knappenrode nach Polen, auch bekannt als Horka-Schiene. Jetzt springe ich erstmal auf meinen E-Scooter und düse nach Hause. Tschüss und bis bald.